Wegen dieser Bilder blickt Deutschland schockiert nach Chemnitz. Im Stadion des Chemnitzer FC wurde mit Unterstützung des Vereins eines stadtbekannten Neonazis gedacht. Na, es ist schon skandalös, was dann im Spiel vom CFC gegen Altklinike gelaufen ist. Und der Verein hat in diesem Sinne einen Bärendienst für den Sport, für den Fußballsport und für Sachsen und für Chemnitz getan. Also ich verurteile das aufs Schärfste. Thomas H. war Fan des Clubs und Gründer der berüchtigten Hooligan-Gruppe Hunara. Hooligans, Nazis, Rassisten. Bis zuletzt soll er in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen sein. Darauf deuten auch Spruchbänder befreundeter Hooligans hin. Sowohl bei Energie Cottbus als auch bei den Grasshoppers Zürich wurden Beileidsbekundungen präsentiert. Eine bestens vernetzte Szene trauert um einen der ihren. Auch Innenminister Seehofer äußerte sich. Ich halte es für richtig und absolut notwendig, dass die Verantwortlichen beim Chemnitzer FC und beim Nordostdeutschen Fußballverband die erforderlichen Konsequenzen ziehen. Sport soll eine integrierende Wirkung haben und Menschen miteinander verbinden. Hier darf es keinen Raum für Rechtsextremismus und Rassismus geben. In einer ersten Stellungnahme hatte der Verein die Zeremonie noch verteidigt, hat mittlerweile aber personelle Konsequenzen gezogen. Geschäftsführer Thomas Uhlich legte am Sonntag sein Amt nieder. Gestern stellte der Club 3 Mitarbeiter frei und erstattete Anzeige gegen unbekannt. Die Trauerfeier sei, so stellt es der Club jetzt dar, von den Hooligans erzwungen worden. Nach den Erkenntnissen, die mir vorliegen, gab es eine ganz konkrete Bedrohungssituation, die die Willensbildung des Veranstaltungsleiters beeinflusst hat. Das ist der Grund, warum ich Strafanzeige erstattet habe. Ich gehe davon aus, dass die Straftatbestände verwirklicht worden sind in Form von Nötigung und Landfriedensbruch eventuell. Das müssen im Endergebnis die Ermittlungsbehörden entscheiden. Diese waren nach eigener Aussage im Vorfeld des Spiels aber nicht über dieses mögliche Bedrohungsszenario informiert worden. Die Polizei habe von der Aktion abgeraten. Wir wissen natürlich als Polizei um die Person des Verstorbenen und dahingehend haben wir auch unsere Bedenken gegenüber dem Verein geäußert, dass hier eine öffentliche Trauer- oder Beileidsbekundung stattfinden soll. Trauerte der Verein aus freien Stücken öffentlich um einen Neonazi oder knickte er ein vor dem Willen der Hooligans? So oder so ein fatales Signal, das auch das Image der Stadt erneut schwer beschädigt, wie schon bei den Ausschreitungen im Spätsommer 2018. Die Hooligan-Szene, insbesondere des CFC, hat bereits im vergangenen August in Chemnitz maßgeblichen Anteil für die damalige Entwicklung gehabt. Und das kann ich einfach nicht akzeptieren. An dieser Stelle kann ich bezogen auf die Aufgabe als Innenministerium nur sagen, dass wir die Geschichte polizeilich in aller Form nacharbeiten und auch der Justiz schnellstmöglich zuführen. Der sächsische Verfassungsschutz erklärte unterdessen, die Schnittmenge zwischen gewaltbereiten Hooligans und rechtsextremer Szene sei in Sachsen überdurchschnittlich hoch.